Hey Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich etwas dazu sagen. Nämlich ist mir von der ersten Session beim dritten Part die Audiospur verloren gegangen. Da seht ihr dann 3 Minuten, ich werde es jetzt beschleunigt haben. Also ihr verpasst nur 3 Minuten, wo ich irgendwas laber, dass wir Rudel erstellen können und alles. Und dann kommt eine ziemlich witzige Folge dabei raus. Also wen das nicht interessiert, der spult zu... Moment. zu... 47, Sekunde 47, also es ist nicht viel, was ihr verpasst habt und dann viel Spaß beim Video. So, und da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt keine Lags mehr und es ist jetzt, ich glaube, 2 Wochen mittlerweile her, wo ich die Aufnahmesession hier abgebrochen hatte und jetzt nach 2 Wochen wieder anfange. Beziehungsweise morgen brauchen wir schon ein Video fürs ein Spore-Video und ja, ich erinnere mich daran, dabei gewesen zu sein, ich habe zu schlachten, aber ich hätte mir den Anfang anschauen können, ne? Na okay, lass uns mal mit denen ein bisschen Freunde sein, ja? Mit 3 Blaster befreundet sein. Okay, wir können ja bisher eher nur singen, ne? Und dann singen wir auch. Und währenddessen habe ich auch ein paar Tipps von ein paar Leuten bekommen, die dieses Let's Play auch schauen. Moment, ich mache meinen Sound mal ein bisschen leiser hier. So. Ich habe ein paar Tipps von ein paar Dudes, die das Let's Play schauen. Haben mir noch ein paar Tipps gegeben, beziehungsweise insofern, dass ich jetzt nicht mehr zum Allesfresser werden kann, was ich ein bisschen schade finde, aber shit happens, ne? Das musste man nämlich in der Zellenphase machen, aber was soll's, ne? Mir egal. Sind wir halt ein bisschen. Wir können auch ein sozialer Fleischfresser werden, aber. Nee, wir sind asozial und töten alle. Naja. Passt jetzt nicht so zum Gameplay, was ich hier gerade laber, aber ist mir egal. So. Und da haben wir nochmal. Wie viele? 828 DNS-Punkte. Das klingt doch toll und sterbt. Also. Oh. Ah ja, stimmt, die sind verbündet. Jetzt können wir hier auch reloaden, ne? Also reloaden. Können wir uns auch aufladen. Ja, und diese Dudes, die, mir da Tipps gegeben haben. Die haben mir auch, der Gabriel, Grüße an dich, du wirst das wahrscheinlich sehen. Danke, dass du mir einen Tipp gegeben hast. Wir sollten beim Wasser hingehen, auf jeden Fall. Bevor wir in die Stammesphase kommen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, wie wir hier in der Fortschrittsleiste sehen. Aber wenn wir schon Fressi machen und alles, dann wird das was. Oh, ich sollte mal auch kämpfen. auf die Fortschrittsleiste zu schauen. Ja, ich finde es auch super, wie das Projekt bei euch ankommt, beziehungsweise es wird jetzt beispielsweise nicht so geklickt wie Minecraft beispielsweise. Ja, ich sag zu viel beispielsweise. Ne? es wird jetzt nicht so geklickt wie Minecraft, also es wird nicht gut geklickt, aber es gibt mehrere, die das Let's Play regelmäßig schauen, beispielsweise Rico, grüß an dich. Gabriel, grüße an dich und auch Herbie HD. Das ist ein sehr aktiver Abonnent. Und ich verstehe das immer noch nicht ganz. Aber was soll's, ne? Grüße an dich, Herbie HD. Du bist auch schon ein bisschen länger dabei, so, ne? Und kommentierst und bewertest meine Videos, worüber ich mich immer sehr freue. So, und ja, ich habe mir mal zur Abwechslung was überlegt, dass ich hier nicht die ganze Zeit nur rumlaufe und irgendwelche Wesen zu zerfetze, weil das, denke ich mal, nicht so spannend ist. Habe ich mir überlegt, über was ich heute reden könnte, ne, in dieser Aufnahme.
Nämlich, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, ja? Nämlich war ich heute mit einem, mit dem Pornonesen höchstpersönlich, ne? Der hatte bei mir übernachtet. Und mit dem hatten wir. Oh, ich spiele gerade WASD, fällt mir gerade auf. Normalerweise spiele ich nie WASD. Was? Der hat 19 Leben, der Alpha. No risk, no fun, aber wir können nicht raggen, ne? Na, lass mal lieber mal in Ruhe, die Typen hier. Die sehen auch ganz böse aus mit ihrem Rüssel, ne? Mit ihrem Schwanz. Ja, schon ganz krasse Typen. Hier ist übrigens das Wasser. Mal schön, können wir jetzt schon irgendwie fischen? Das wäre total witzig. Wenn man jetzt irgendwie schon fischen könnte. So mit dem Maul oder so. Können wir schon fischen? Warte, ich geh mal tiefer rein. Oh, wir können schwimmen. Cool. Das ist nice. Gibt's da hinten auch irgendwie eine Welt? Irgendwie ein Land? Laut der Karte hier lang. Ja, schau mal. Hä? Surprise, motherfucker! Was zum Fick war das? Was zum Fick war das? Gefährliche Kreaturen lauern in der Tiefe. Wage dich nicht zu weit vom Ufer weg. Okay, wir sind tot. Das gibt's doch nicht. Das kam so unerwartet. Ohne Witze. Oh, wir ziehen weg. Okay. Wir ziehen weg. Das kam so unerwartet, Alter. So verdammt unerwartet. Das wusste ich gar nicht. Oh, ich habe schon eine Idee, wie ich das zur Schau stellen werde. Naja, boah, wie backt denn das Auge? Das sieht richtig scheiße aus, wie das da rumbackt. Ja, dann spätestens wandert zu einem neuen Nest, folge ihnen, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Ja, also, wir laufen dahin. Neues Nest. Go. Komm mit, Dudes. Moment. Obwohl, die kommen automatisch. Nee, der Dude ist noch in meinem Rudel. Sieht ein bisschen klein aus, der, ne? Naja, was soll's. Ja, ich erzähle mal die Geschichte mit dem Chao und mir. Oh, zwei Skelette gleich. Finde ich gut. Nämlich. wir sind heute Morgen ganz normal auf der Straße rumgelaufen, ne? Wollten ein bisschen was essen gehen, schick essen gehen, ne? Und, ja. Da war da ein Ausländer. Also, der konnte auch nicht Deutsch, der hat Englisch geredet. Und dieser Ausländer, der war halt auch schwarz und alles, also, ne? Deshalb Ausländer und, ne? Denk mal, so ein Asylbewerber oder sowas, ne? Und wir sind da, ich sag's euch, wir sind da ganz normal drüber gelaufen. Wir haben nicht irgendwie etwas gemacht, ne? Nicht irgendwie was gemacht. Und der hat dann, ich weiß nicht, hat dann gesagt, I need work. Ja. Der hat uns dann nach Arbeit gefragt. Ich, erst mal so auf Englisch, ich denke mir, hä, was will der von mir, ne? I need work. Er sucht Arbeit. Was soll ich denn da darauf antworten, ne? Dachten wir uns erstmal, ja, ist toll, wenn du Arbeit suchst, aber, ne? Und dann wollte er mir seine Nummer geben. Da hatte ich mir, okay, ja, hatte mir, nahm er so ein kleines Handy raus, ein kleines Tastenhandy, ein älteres, ne? Packe ich mein dickes Smartphone raus. Ich habe so ein ziemlich großes Smartphone, das aber keiner kennt, so ein HTC Evo 3D habe ich. Ist ziemlich unbekannt, aber ist ein großes Handy und kann 3D-Fotos machen, das ist ganz cool, aber packe ich das aus, der große Augen. Oh! Ja, und jetzt habe ich ja die Nummer auf dem Handy und naja, was soll ich machen? Ne? So, du hast dieses Nest besetzt, zukünftige Generationen werden hier geboren. Ja, ich hab nicht irgendwie ein Hemd angehabt oder so, dass er denkt, ich wäre ein Geschäftsmann oder sowas, keine Ahnung. weiß ja auch nicht, was los war halt bei dem Typen, aber wir müssen mal was essen.
Und die wollen Stress und die sind besser als wir und sollten die auf jeden Fall freundlich begrüßen. Na, Dude? Nicht? Scheiße, er kann tanzen, wir nicht. Schnell weg. Er kann tanzen. Du willst vögeln. Gute Idee, finde ich auch. So, okay. Dann können wir nochmal ein bisschen mit unseren, keine Ahnung wie vielen DNS-Punkten ein bisschen uns hier fresh machen. Sehr fresh. Und der Dude ist immer noch aufgeregt, aber was soll's. Ne? Aber das ist mir auch noch nie passiert. Ja. Einfach, wow. Was will der? Wieso braucht der so lange zum Ei ausscheißen? Hey, wir wollen hier in Ruhe ein Ei ausscheißen. Was willst du? Du bist Motten, Dicken. Wieso sehen die alle besser aus als meins? Na okay, der hat einen Scheißhaufen auf dem Kopf. Nicht mal. Wir sind immerhin schon so ein Dino, ne? So, rufen wir mal den Editor auch auf und würde ich sagen, ja gut. bräuchten wir mal, ne? Würde besser sein als das, was wir jetzt haben. So, nehmen wir uns das hier mal. So, ein bisschen klein sieht es noch aus. Noch. So, wir bleiben unserem Stil natürlich treu. Und lassen ihn noch ein bisschen dinohaft aussehen. So ist das nämlich geil. Ich weiß, es sieht scheiße aus, aber hey, das ist Kunst, ja? Das ist Kreativität, das ist böser Blick. Nee. Nimm lieber den Leben. Schüchtig. Nee. Was hatte ich denn für einen? Das sieht böse aus. Was war denn? Was für ein Auge? War das das? Das sah so lieb aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. Hoppala. Oh ja, den Kopf zwischen den Beinen. Ich müsste ihm irgendwie eine Latte machen oder so. Einfach so. Wow. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ein bisschen sehr seltsam. So. Oh, zwei Köpfe. Sinnvoll. Gut, habe ich gesagt, dass der schön werden soll? Habe ich eigentlich nicht, ne? Also, alles in Ordnung. Der ist auf dem größten Level sozusagen hier. Naja, also, ist doch herrlich. Diese Fresse, ne? Also, wie die sich langzieht und alles, ne? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe keinen Plan von der Zeit, ne? Ich habe keinen Plan von der Zeit, aber unser Dude bekommt jetzt ein paar Beinchen. Das wäre ganz sinnvoll. Dann kann er nämlich ein bisschen mehr machen. So Knie sind doch auch toll, ne? Natürlich. Ich glaube, ich mache die ein bisschen länger. Ein bisschen größer. Ah, ja, ja. Ja, ja. So ist das geil. So. Ich möchte den so ein bisschen anderes Image hier. So. Dass er ein bisschen größer ist. Und dann bekommt er hier so Greifer an die hingeklatscht. So. Das geht ja gar nicht, Alter. Wie fett ist denn das Hand? Das erinnert mich irgendwie an eine alte Frau. Die so. Hä? Hä? Oh Mann. Es sieht so scheiße aus, aber es ist mir egal. Es ist mir egal, Leute. Er sieht scheiße aus, aber es ist mir egal. Ja gut. Ist doch toll. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr sexy. Wir haben 138 Dingensen Punkte. Schlagen 2 nehmen wir gerne. So. Mit Pfoten. Jetzt können wir übrigens auch schlagen. Ja, was auch sehr gut ist. Hier posieren. Butterlands. Nein. Füße, Füße, Füße. Ich hasse das Wort. Füße sind ekelhaft. Bockfuß. Springen brauchen wir eigentlich nicht, aber tanzen. Tanzen brauchen wir. Und Gesundheit. Nehmen wir mal. Das sieht immer noch scheiße aus. Was schauen wir, was haben wir hier? Was schauen, genau. Genau, sowas brauchen wir ganz viel. Denn das bringt uns Gesundheit und sowas. Das machen wir mal so ein bisschen länger, würde ich sagen, oder? Das könnte ganz gut aussehen.
Schon ist die Next Topmodel, die ist das, ne? Oh, so. Naja. Und auf den Kopf. Ich bin ein Einhorn. Das letzte Einhorn. Das letzte Einhorn. Obwohl, warte, ich hatte doch eine Idee, ne? Na? Noch ein bisschen runter. Jo, hat er einfach so ein Schniedel hier hängen. komm, ich gebe ihm noch Stacheln, dann ist wie ein Katzenschniedel. Beziehungsweise Katerschniedel. Obwohl. Na komm, lass einfach so eine Gurke hier runterhängen. Ist doch klasse. Ach, herrlich. So. Haben wir schon Schlangen? Dingens sind zwei? Ich weiß es gar nicht. Hier Rammen. Sowas noch. Können wir hier noch hinmachen? Ist das gleiche? Nein, das ist nicht. Nein. So ist das gut. So ist das geil. Und das wird immer bleiben. Das werde ich immer da lassen. Das ist noch so Stammesflosse, ne? Fußerlich. Und noch mehr Gesundheit, das brauchen wir. Ach, das gleiche. Oh. Ja, das ergibt Sinn. Was haben wir hier? Okay, haben wir noch Dekoration. Bezaubern. Nein. Peitschwanz. Kleine Antenne. Hier so. Oh nein, da nicht. Da nicht. Oh nein. Ich baue wieder nur Scheiße. Das wird eine Editor-Folge heute. Ja, Editor-Folge. Und so ein bisschen kleiner. Ich will die ein bisschen unauffällig halten. Weil ich das eigentlich nicht so geil finde. Aber wir brauchen ja die Fähigkeit. Wenn wir sie nicht schon haben, aber... Hey, ein Italiener. Gruß Gabriel. Wiederholt. Ein Italiener. Mit schönem Bart. Ja komm, das lassen wir, das ist toll. Ach herrlich. Mir macht dieses Let's Play so sehr Spaß, ne? Ja komm. Sieht schon aus wie ein echter Italiener. Musst du nur noch Pizza machen aus Fleisch. Fleischpizza. Gut, okay. Wir haben noch 3 DNS-Punkte. Dann gehen wir mal hier raus. Und ich habe immer noch keinen Plan von der Zeit, aber ey, das ist einmal eine längere Folge, oder? Oder ich höre jetzt auf und mache den nächsten Part. Ich weiß es nicht. Ich finde, wir sollten das im nächsten Part machen, ne? Also, mit unserem lieben Italiener hier. Wir zaubern lernen nochmal. Und tanzen. Hier. Bezaubern Stufe 2 schon. Oh, er hat einfach so einen Cock hier runterhängen. Ich feiere das. Oh, Mann. Aber er ist überaus stärker geworden durch dieses Update. Was auch Tanzen angeht. So, wir haben Tanzen und sonst was. Finde ich gut. Haben wir's? Sind wir fertig? Ja, freut euch. So. Und das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Wenn ihr das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Oder noch besser einen Kommentar. Den Kommentar mag ich am liebsten an. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Sportzeit mit dem lieben Italiener Schwanz. Dinosaurier, der Gift spucken kann und eine Gurke runterhängen hat. Und dann... Ciao!